Sie haben ja erzählt, dass Ihre Eheschließung 1960 als eine sogenannte sozialistische Hochzeit gefeiert worden ist. Wie kam es dazu? Was muss man sich darunter überhaupt vorstellen? Ja, das fragt man sich heute noch. Wie es dazu gekommen ist, ist schon ein bisschen kurios gewesen. Ich kannte bis dahin erstens den Ausdruck nicht, sozialistische Hochzeit, und auch kannte auch nicht, wie man das macht und was weshalb und so weiter und so fort. Es sind einfach damals, ich habe damals auch beim Fernsehfunk der DDR gelernt und gearbeitet. Und da ist man auf mich zugekommen einfach und hat gesagt, wie wäre es denn? Man wusste nun jetzt, dass ich heiraten wollte und so weiter. Wir wären interessiert, dass du die erste sozialistische Hochzeit machst. Und ich sage, was hat das auf sich? Na, das ist so, dass das dann Betriebe ausrichten. Da brauchst du die nicht ausrichten. Dann machen dann Betriebe, richten die sozialistische Hochzeit aus. Und ich sage, na ja, da müssen wir erstmal meine Frau fragen, sage ich. Das muss man ja klären in der Familie erstmal und so. Und wir hatten eigentlich schon, deswegen drängte das alles unheimlich. Mir kam das auch nachher komisch vor, dass das alles so auf den letzten Augenblick gemacht wurde. Wir hatten ja eigentlich schon eine kirchliche Hochzeit. Meine Frau wollte eine kirchliche Hochzeit, weiß heiraten und mit Kutsche und so, wie das üblich ist. War damals auch, und hatten alles schon organisiert. War ja alles schon in Sack und Tüten. Und wie gesagt, eine Woche vorher so, da kam man auf mich mit diesem Anliegen zu. Und da sagte ich, da müsste ich eigentlich meine Frau mal erstmal sprechen. Und da sind sie zu meiner Frau hingefahren, die hat dabei damals in Versicherung gearbeitet. Und da haben sie aber gesagt, ihr Mann ist schon einverstanden. Würden Sie das auch? Und hat sie gesagt, naja, wenn der einverstanden ist, bin ich natürlich auch einverstanden. Und dann kamen sie zu mir und haben gesagt, ja, also deine Frau ist einverstanden, du brauchst nur noch ja sagen. Ich gesagt, na, wenn sie einverstanden ist, so sind wir ein bisschen gegeneinander ausgespielt worden für die Sache. Und dann wurde diese Hochzeit gemacht, die natürlich für uns grandios war und die wir hätten alleine vielleicht gar nicht ausrichten und bezahlen können, weil da spielte das Orchester Günter Gollasch, eins der größten, dann ein Solo-Trompete auf ihr drin, weil die wussten, ich spiele Trompete. Denn meine Frau, die spielte Federball, die war damals die erste Berliner Federballmeisterin in Berlin. Und da kam Federballer da und der ganze Verband, also Boxverband, Federballverband, Musik, und es war ein riesiger Auflauf. Aber alles eben, ich glaube, mehr aus populistischen Gründen, denn das wurde ja alles im Fernsehen übertragen. Sie wussten, es waren westdeutsche Illustrierte da, der Stern war wohl da und noch verschiedene andere und Zeitungen waren da, dass das popularisiert werden sollte alles. Das war wohl der Hauptgrund. Und wir haben da den Nachmittag verbracht und hatten aber doch für uns und unsere Familie, wir wurden ja, wie gesagt, in großen Karossen abgeholt, in Regierungskarossen von zu Hause und wurden, das war mir richtig peinlich, die Straßen abgesperrt, das war ein ganzes Ende von Prenzlauer Berg bis Adlershof, sind vielleicht so 10, 12 Kilometer, wurden dann da die Straßen abgesperrt und damit dieser Autokorso da durchfahren konnte bis nach Adlershof hin. Das war uns ja richtig unangenehm und peinlich, erst weil wir so nicht gewohnt waren und auch nie wollten oder nie gemacht hätten. Und wie gesagt, wir haben dann aber trotzdem, weil wir vorher schon für unsere Hochzeit alles organisiert hatten, hatten wir auch ein Restaurant schon organisiert. Und den haben wir natürlich nicht abgesagt, sondern sind nach der Feier oder nach der Demonstration, sagen wir mal besser gesagt, im Fernsehfunk, wo auch die Standesbeamtin war, die den Eheakt da vollzogen hat mit uns, sind wir dann doch zu unserem Lokal in der Ostseestraße im Prenzlauer Berg hingefahren und haben dann mit der gesamten Verwandtschaft, die ja, glaube ich, nicht alle da waren zwar eine Menge da, aber nicht alle, haben wir dann da gefeiert. Es war auch so, dass vorne, dass zum Beispiel, wir hatten ja viel Westverwandtschaften, da war ich immer ein bisschen schon, irgendwie war ich schon in Wundet Ei war ich irgendwie, will ich mal so bezeichnen, da ich Westverwandtschaft hatte. Das war den allen nicht recht, den damaligen Funktionären auch nicht. Und wenn jetzt, als die mit ihren Autos kamen, alle mit den ganzen Westautos, muss man ja damals sagen, war das ja noch was Besonderes, mit dem Westauto zu kommen. Die hatten ihre Autos geschmückt mit Girlanden und Ballons, Luftballons und so dergleichen. Unsere, die Regierungs waren nur schwarz und ganz einfach. Und da haben wir eingestiegen und dann haben sie gleich gesagt, die anderen, die Westautos bitte hinten ran, die mussten hinten fahren.